Herr Schlag und ich haben versucht, aus den Ergebnissen der Kontok-Befragung auch eine These herauszuarbeiten, wie Amt und Gemeinschaft im digitalen Vergewisserungsprozess sich befindet. Das ist eigentlich das Schlagwort, das wir ganz gerne hier mit Ihnen diskutieren wollen, dass Amt und Gemeinschaft so thematisch werden in dieser ersten Lockdown-Zeit, dass man sieht, aha, hier handelt es sich um Vergewisserungsprozesse, möglicherweise aufgrund einerseits der Pandemie, zum anderen aber eben auch der etwas noch nicht eingeübten Nutzung von digitalen Medien. Soweit mal vorab. Kurzer Überblick. Also erstens zu Kontok, dann Amt und Gemeinde in der digitalen Kommunikation. Drittens die Rede über neue Gemeinschaftsformen. Viertens Amt und Gemeinschaft angesichts fluider Gemeinschaftsbildungen. Und zum Schluss fünftens postdigitale ekklesiologische Zukunftsperspektiven. Kontok hatte insbesondere eine Leitfrage. Es handelt sich um den Umgang mit digitaler Kommunikation in Kirchengemeinden während des ersten Lockdown, erhoben aus der Perspektive von hauptamtlich tätigen Pfarrpersonen. Die Feldphase, Frau Blum hat es schon gesagt, 29.05. bis 12.07. Und wir haben verschiedene Fragenkomplexe in dem Fragebogen enthalten gehabt, soziodemografische Fragen, Fragen zur Arbeitssituation, zur Online-Kommunikation allgemein, zu kirchlichen, pfarramtlichen Handlungsfeldern wie Gottesdienst, Seelsorge, Diakonie und Bildung, zum Rollenverständnis. Und wir haben den Ausblick im Fragebogen dahin gerichtet, danach zu fragen, was soll denn nach dem Lockdown bleiben von den Online-Angeboten, die Sie gemacht haben? Welchen Handlungsbedarf sehen Sie? Digitale kirchliche Gemeinschaftsformen, Zukunft der Glaubenskommunikation, all dies stand eben auch zur Debatte. Jetzt ist es nicht bei einem Lockdown geblieben. Es sind weitere hinzugekommen. Insofern stellt sich für uns auch die Frage, wie wir und ob wir noch einmal mit einer Befragung weitermachen. Aber insgesamt sollte Ihnen haften bleiben. Es ging uns darum, auch eine Vision davon zu entwickeln, was ist denn jetzt hier gut gelungen oder was war schwierig, was wir für den weiteren Entwicklungsprozess von digitaler Kommunikation in Kontexten von Kirchen behalten können. Wie gesagt, die Online-Umfrage war international vergleichend angelegt, eben auch ökumenisch, was hochinteressant ist. Wenn wir jetzt in die Einzelergebnisse hineinkommen, haben wir immer wieder produktive Diskussionen. Die Zielgruppe evangelisch waren Pfarrpersonen im Gemeindedienst. Das hatte den Grund, dass wir von hier aus E-Mail-Adressatinnen Listen von den Landeskirchen erhalten konnten und somit sicher gehen konnten, dass eine bestimmte Zielgruppe auch erreicht wird. Römisch-katholisch, ebenfalls die Zielgruppe SeelsorgerInnen, Pfarrer, Priester, also Hauptamtliche in den Gemeinden. Die Einladung zur Umfrage ist dann, wie gesagt, über die landeskirchlichen und die Bistümer zentrierten E-Mail-Listen sowie in der reformierten Schweiz auch durch die kantonalen Kirchen eben organisiert worden. Der Rücklauf waren rund 6.500 Fragebögen, 5.000 davon aus den beteiligten deutschsprachigen Ländern. Und wenn Sie sich vorstellen, dass dabei auch offene Fragen waren, dann haben wir einen großen Materialpool jetzt zur Verfügung, um auch interpretationsfähig zu werden. Es ist das erste Mal, dass eine solche Studie überhaupt unternommen wurde im deutschsprachigen Raum und auch im europäischen, dass wir also darauf geguckt haben, wie innerhalb von Kirchengemeinden mit digitaler Kommunikation umgegangen worden ist. Der Bedarf hätte sicherlich schon vor dem Lockdown bestanden, aber es kam da eben nicht in der Breite zu einer solchen Untersuchung.
Wir haben eine sehr hohe Beteiligung unter den 51- bis 60-Jährigen, aber auch unter den 41- bis 50-Jährigen, die sich mit eben durchschnittlich immerhin 22% noch beteiligt haben, obwohl wir nicht über Social Media für die Studie geworben haben und E-Mail-Kommunikation hierfür anvisiert haben. Da können Sie sich vorstellen, dass eben E-Mail nicht für alle in gleicher Weise das Kommunikationsmedium ist, wo man sagen würde, okay, an dieser Studie nehme ich teil. Interessant ist für die EKD, dass die Beteiligung von Frauen im Vergleich zu dem Anteil der Frauen, also der beschäftigten Frauen im Pfarramt, höher gewesen ist. Also das ist unheimlich, wie soll man sagen, das wirft Fragen auf, dass Frauen offensichtlich gerne diese Studie beantwortet haben. Und wir könnten uns auch vorstellen, an diesem Punkt nochmal weiterzuarbeiten, inwieweit eine Identifikation mit dem Pfarramt und auch eine Frage, wie kann man experimentieren mit digitaler Kommunikation im Pfarramt, Genderbezüge aufweist. Forschungsgruppe wurde von Frau Blum auch schon genannt. Wir haben eine ganze Reihe von Doktorierenden dabei. Das ist nicht nur deshalb gut, weil es hier andere Üblichkeiten im Umgang mit digitaler Kommunikation gibt, sondern auch, weil hier ja eine andere Vertrautheit mit bestimmten Formaten digitaler Kommunikation vorhanden ist, auch im Bereich eben der Wissenschaftskommunikation und der Arbeit mit bestimmten Programmen. Die Studie ist ja nicht nur eine Online-Studie, sondern sie wird ja auch digital ausgewertet. Circa 75% der Befragten sehen in digitaler Kommunikation mehr Chancen als Risiken. 95% der Befragten haben während des ersten Lockdown erstmals einen Gottesdienst gestreamt. Das ist der Hintergrund, warum manche zu Recht von einem Digitalisierungsschub sprechen während des ersten Lockdowns. 75% der evangelischen Befragten in der EKD sehen keine Änderung ihrer Rolle, zum Beispiel als Liturgin. Sie sehen nur Änderungen in der Form der Präsenz. Die Befragten markieren einen hohen Bedarf an Weiterbildung. Das ist für kirchenleitendes Handeln sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Eine Einstellung von weiteren professionellen MitarbeiterInnen ist ihnen im Vergleich dazu erkennbar weniger wichtig, nicht unwichtig, aber weniger wichtig, und ebenso eine Förderung von digitalen kirchlichen Gemeinschaftsformen. Also das Wichtigste war wirklich, sich selbst als Pfarrperson weiterzubilden. Aber insgesamt 50% der Befragten in Deutschland wünschen sich digitale Gemeinschaftsformen. Also diese Ergebnisse, damit, das wollte ich hier mit dieser Reihung anzeigen, die sind auch miteinander jeweils einzuordnen. Man wünscht sich Weiterbildung, das ist die Nummer eins. Die zweite Geschichte ist aber eben, dass die Förderung von digitalen kirchlichen Gemeinschaftsformen durchaus im Blick ist, nicht in der absoluten Priorität. Es lässt sich schließen, die Pfarrpersonen in der EKD wissen um die Bedeutung von Digitalkompetenz für die Akzeptanz ihres Berufs und des Pfarramts. Das rückt jetzt viel stärker ein nach dem Lockdown und mit diesen Auswertungen, als dies bisher in der Beschreibung, praktisch-theologischen Beschreibung des Pfarramts der Fall gewesen ist. Der verbreiteten Annahme, dass Digitalisierung und Enttraditionalisierung miteinander einhergehen, ist zu widersprechen. Wir haben viele Anhaltspunkte dazu zu sagen, nein, es ist keine Erosion der Amtsstruktur in Digitalisierungsprozessen per se angelegt. Das hängt nicht ursächlich miteinander zusammen. Es gibt Aspekte, die Enttraditionalisierung
befördern in digitaler Kommunikation, aber es gibt ebenfalls Aspekte, die auch eine Stabilisierung und neue Sichtbarmachung des Pfarramts ermöglichen. Viele evangelische Befragte äußern in Kommentaren, dass sie im Lockdown endlich dazu kommen, das zu tun, was sie bereits schon lange wollten, sich dem zu widmen, was ihnen wichtig ist. Diese Schleife, diese Reflexionsschleife ist wirklich ein Muster innerhalb der Befragungsbögen, als Muster erkennbar. Und wir leiten daraus ab, eine identitätsbezogene Kommunikation, ein klarer Ausweis für die Bedeutung eines Vergewisserungsaspektes nach dem Motto, ich werde mir meines Auftrags, meines Amtes neu bewusst. Kontok hat nach Kooperationsformen gefragt. Das ist ein weiterer Punkt, den wir gerne vorstellen würden heute. Gemeindeübergreifend, ökumenisch, interreligiös, ehrenamtlich, Freiwillige, mit politischen Behörden etc. Das Ergebnis ist, für die Evangelischen in Deutschland, sie haben intensiv bzw. sehr intensiv zu immerhin 35% gemeindeübergreifend kooperiert. Sie haben zu 40% nicht ökumenisch kooperiert und zu fast 74% gar nicht interreligiös. Die etwas eigenwillige Formulierungsweise kommt daher, dass ich explizit die Floskeln aus dem Befragungsbogen aufgenommen habe, also gar nicht oder gar nicht interreligiös wurde gefragt oder es wurde auch gefragt intensiv oder sehr intensiv. Und das wollte ich gerne hier präzise abbilden. Viele Befragte äußern die Meinung, dass sie durch digitale Kommunikation bislang nicht erreichte Personen kontaktieren konnten. Das wird sehr, sehr häufig gesagt. Dies legt nahe, dass auch neue Zielgruppen erreicht werden konnten. Aber ist unsere Frage, das können wir durch den Fragebogen nicht erheben, das ist eine weiterführende Frage, hier stellen sich eben die Fragen danach, um welche Zielgruppen es sich überhaupt gehandelt hat. Waren es Zielgruppen oder waren es Einzelpersonen? Fest steht, es gab kaum Kontakte zwischen Gruppen und Organisationen, die neu gewesen wären. Gerade die deutschen evangelischen Befragten zeigen im Vergleich zu den katholischen überhaupt und den evangelischen schweizerischen geradezu eine Scheu vor dem digitalen Abendmahl. Nur zu 4% wurde das praktiziert. Das Gemeinschaftsmahl bot sich aber für die Arbeit an neuen Formen an. Es wurde auch diskutiert. Die EKD hat Vorschläge gemacht. Sie hat es durchaus als eine Möglichkeit vorgestellt, die aber eben nur wenige gewagt haben. Die Frage stellt sich, warum? Unsere erste Antwort, digitale erste deshalb, weil die qualitativen Antworten noch nicht ausgewertet sind, sodass wir mit diesen argumentieren könnten. Hier haben wir erst allererste Eindrücke. Digitale Formate scheinen dort besonders gut zu funktionieren, wo die Usability für die Beteiligten hoch ist. Das heißt, Usability heißt, sie sind vertraut mit der Anwendung, mit der Nutzung. Und dies ist in Anschluss an traditionell erprobte Handlungsmuster natürlich stärker zu erwarten. Das, was man kann, was man eingeübt hat, was man immer schon gemacht hat, funktioniert dann auch in der Krise gut. Und digitale Abendmahle, Mähler, hat es in der evangelischen Kirche so noch nicht in der Verbreitung gegeben, sodass die Handlungsmuster noch nicht genügend eingeübt sind. Das kann ein Faktor sein und natürlich ist in den Gemeinden die Abendmahlspraxis auch sehr unterschiedlich, eben auch in der Häufigkeit. Zwei weitere Hypothesen zur Nachforschung. Halten wir fest, es wurden kaum gänzlich neue Gemeinschaftsformen erprobt, für uns erkennbar jedenfalls. Es wurden hingegen digitale Anschlusskommunikationen an analoge Face-to-Face-Veranstaltungen
aus der Gemeindekultur vor Ort gesucht. Die Sichtbarkeit von digitalen gemeindlichen Veranstaltungen und ihre Zugänglichkeit wurde allerdings durch digitale Formate für jene Personen erleichtert, die mit Online-Kommunikation vertraut sind und bereits Kontakte zu Kirchengemeinden vor Ort hatten oder diese Gelegenheit für einen Erstkontakt nutzen konnten. Soweit im ersten Teil. Ich gebe gerne weiter an Thomas Schlag. Ja, also wenn Sie uns noch 10 Minuten geben, ist ein bisschen über unsere Zeit, aber wir wollen doch gerne die Ergebnisse, die Ilona Nord vorgestellt hat, jetzt nochmal sozusagen ins Grundsätzliche auch unserer Veranstaltung heute heben. Und deshalb mal eingestiegen mit einer Grundfrage, die uns ja schon länger beschäftigt im Zusammenhang auch der Forschung im Bereich Digital Religion, Digital Theology. Nämlich mal prägnant so formuliert, verflüssigt sich, das Stichwort fiel ja schon, der Fluidität, verflüssigt sich diese zentrale Stabilisierungs- und Steuerungsfunktion von Kirche und Amt angesichts digitaler Kommunikationspraktiken durch fluide, netzwerkartige Gemeinschaftsbildungen. So haben wir mal die Grundfrage zusammengefasst. Und jetzt, um die Brücke nochmal zurückzuschlagen, wie bei Contoc jetzt gerade gehört, es verbinden pastorale Akteurinnen in der Krise eben diese Vergewisserung ihrer Identität mit der Stabilisierung bestehender Rollen und Angebotsformate, Sie haben das gehört, in der Selbsteinschätzung die Rolle als Liturg, Liturgin, aber auch ihre eigene Rolle in der Gesamtkonstellation, Haupt- und Ehrenamtliche etwa, bleibt praktisch unverändert. Andererseits entstehen aber jetzt, das haben wir auch im ersten Vortrag schon gehört, schon längst durch digitale Kommunikationsformen neue Kompetenzen und so etwas wie eben kontextspezifische und sehr selbstbewusste Orientierungs- und Vergewisserungspraktiken auf Seiten nicht professioneller Akteurinnen. Das ist jetzt nicht von Contoc her gesagt, sondern von dem auch nochmal zurück. Bitte, sondern von dem, was wir eben im Bereich der Forschung digitaler Religion wissen. Also da entsteht sozusagen ein zweites Feld. Was ist eigentlich das Problem? Könnte ja auch nochmal sagen, weshalb beschäftigt man sich in diesem Workshop eigentlich mit dieser Thematik? Eine Reihe von möglichen Problemhorizonten habe ich hier und haben wir hier mal aufgeführt, sind im Blick auf Amt und Gemeinde, so mal die erste Frage, eigentlich Akzeptanzverluste zu befürchten im Blick auf die pastorale Autorität und Deutungsmacht. Diese Begriffe fielen vorher auch schon verschiedentlich. Aber ist das eigentlich das Problem, mit dem wir uns beschäftigen? Hat man es möglicherweise, zweite Problemhorizontfrage, hat man es bei manchen kirchlichen Debatten im Zusammenhang digitaler Dynamiken mit einem Phantomschmerz des Verlusts personaler, parochialer und amtskirchlicher Steuerungspräsenz zu tun? Wir haben vorher, bevor das heute losging, kurz über die Diskussion in Württemberg zum Abendmahl uns unterhalten. Und da kann man ja fragen, also steckt da nochmal eine ganz andere Form von Krisenbewusstsein oder Krisenbefürchtung dahinter, wenn da so drüber diskutiert wurde, wie man das zum Teil lesen konnte. Also konstruktiv gefragt, wie verbindet sich das traditionell Bewährte eigentlich mit dem experimentierend Neuen? Liegt, noch ein bisschen weitergreifend, liegt die Zukunft womöglich stärker in neuen Gemeinschafts- als in den traditionellen Gemeindeformen? Ilona Nord und ich haben uns ordentlich die Zähne ausgebissen an ihren Thesen und sind mal so weit gekommen, dass wir tatsächlich, glaube ich, noch mal klären müssen, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Gemeinschaften sprechen? Wir haben hier mal den Versuch unternommen, es ein Stück weit den traditionellen Gemeindeformen gegenüberzustellen. Das muss man sich ja nochmal genauer anschauen. Und schließlich die Frage, woran liegt dann aber die theologische Deutungsaufgabe im Blick auf den ekklesiologischen Charakter beider Bindungsformen? Also neben dem Begriff der Vergewisserung würden wir gerne auch nochmal sozusagen als roten Faden den Begriff der Bindung und der Bindungsformate legen. Nächste Folie.
Also, noch einmal zusammengefasst, zeigt sich in digitalen Zeiten eine polare Spannung zwischen einem amtsbezogenen Stabilisierungsmodus einerseits und gemeinschaftsbezogenen digitalen Vergewisserungspraktiken andererseits. Um das mal auch hier thetisch zu formulieren, eine Reihe von vermeintlichen Polaritäten, das wurde heute Morgen oder wurde vorher schon von Frau von Urschot aufgebrochen, aber wir haben die Debatten Land auf Land ab in den Kirchen, diese Polaritäten Amtsautorität versus Netzwerkautorität oder körperlich versus virtuelle Realität, stabil versus fluide, im Angelsächsischen inherited versus fresh, analog versus digital oder parochial versus translokal. Diese Polaritäten werden der dynamischen Pluralität gegenwärtiger Identitäts- und Gemeinschaftsbildungen aus unserer Sicht nicht gerecht. Auszugehen ist vielmehr von höchst individuellen, deutungskompetenten, eben auch selbstbewussten Kommunikationsformen. Und was wird in diesen deutlich? Ein bestimmter Bedürfnissinn nach Orientierung, nach Zugehörigkeit, Stichwort auch Bindung und eben Vergewisserung. Und jetzt ist die Pointe aus unserer Sicht, dass sowohl auf Seiten der professionellen wie eben der nicht professionellen Akteurinnen und Akteure. Das heißt, diese Pluralität von Deutungskompetenzen und Bindungsformen oder Bindungsformaten hat mindestens zwei gemeinsame Verbindungselemente. Also wir sind sozusagen hier ein bisschen vermittlungsekklesiologisch unterwegs. Die gemeinsamen Verbindungselemente sind einerseits die je individuelle Vergewisserungspraxis und andererseits eine je spezifische, eben kontextuell geprägte Formatierung von Angeboten der Identitäts- und Gemeinschaftsstiftung. Vielleicht müsste man ohnehin den Begriff, der ja im Zusammenhang der auch wiederum vor allem angelsächsischen Theologie intensiv bearbeitet wird, der kontextuellen Theologie, vielleicht müsste man den sowieso noch mal sehr viel stärker verbinden mit den Debatten, die wir über die Digitalisierung innerhalb kirchlicher Praxis führen und dann sich überlegen, ob man nicht da stärker zwischen Makro-, Meso- und Mikro-Kontexten auch noch mal unterscheiden muss. Das macht es nicht einfach, aber ich glaube, diese Differenzierungen sind notwendig. Letzte Folie. Welches theologische Bild von Gemeinschaft führt also in die Zukunft? Das ist das Stichwort nun unter den postdigital-ekklesiologischen Zukunftsperspektiven. Und welche Kultur einer Vergewisserungspraxis entspricht dem eigentlich? Es gibt aus unserer Sicht nicht die exklusive Gemeindegemeinschaft. So, das ist mal der Versuch eines Hybrids. Weder in der Krise noch darüber hinaus. Warum? Weil theologische Resonanz- und Kommunikationsräume immer wieder neu entstehen und zwar eben weit über den Bereich der pastoralen Expertinnen hinaus und auch weit über den Bereich der traditionellen Gemeinschaftsformate hinaus. Was ist demzufolge gefragt? Und das hat mich gefreut, vorher fiel das Stichwort auch schon, eine kirchliche Ermöglichungskultur, die eben die Hybridität unterschiedlicher Kommunikationsformen, Deutungspraktiken sowie Leib- und Sinneserfahrungen ermöglicht und fördert. Also, das ist sozusagen, knüpft wiederum auch ein Stück weit an die, wenn man so will, an die institutionelle Verantwortung kirchlicher Kultur, aber im Sinne eben einer Ermöglichungskultur. Und dies im alle verbindenden Horizont einer interessanterweise ja selbst hybriden Vergewisserungsfigur, nämlich der sichtbaren und verborgenen Kirche. Das ist ja nochmal ein Leitbild ganz eigener Art. Zwei Schlussfolgerungen im Blick auf das Amtsverständnis. Im Blick auf dieses Amtsverständnis sind die klassischen ekklesiologischen Leitbilder in der Perspektive einer prozessorientierten und partizipationsoffenen Agile Shared Leadership aus weiterzudenken. Das ist ein Begriff, den wir momentan interessanterweise sowohl schon länger in der Unternehmensethik finden, aber in jüngerer Zeit auch in pädagogischen Diskursen. Der Begriff der Leadership kommt wieder auf. Man kennt es auch aus der Pastoraltheologie, angelsächsischen Ursprungs, Leadership in Ministry und solche Dinge. Und es könnte Sinn machen, eben hier auch nochmal die pastoraltheologische Perspektive ganz bewusst mit einzuspielen.
Und dadurch weist sich durch eine solche Form der Leadership, darüber kann man nochmal nachdenken, was das im Profil bedeutet, dadurch weist sich das Amt eben inmitten der Pluralität dynamischer Gemeinschaftsbildungen und Vergewisserungspraktiken sowohl in auftragsbezogener wie in personaler Hinsicht als eine kontextsensible und eminent theologische Profession aus. Vielen Dank.